Die nächste Gruppe ist die Juniorengarde des Karnevalsvereins Bruchkatze. Ja, was die Mädels mir zu erzählen haben und was sie davon halten, wenn auch mal Jungs mit tanzen würden, dies erfahrt ihr jetzt. Bitte sehr. Wie lange dauert es denn überhaupt, bis ihr so einen Tanz beherrscht? Wie geht es überhaupt los? Ja, also zuerst stellen die Trainerinnen halt den Tanz zu Hause und dann wird uns die Musik gezeigt und dann geht es auch schon los. Und es dauert so ungefähr so ein halbes Jahr, bis der dann richtig sitzt. Wie oft muss man denn trainieren, damit man das auch wirklich beherrscht? Also schon ein halbes Jahr, also bis November trainieren wir eigentlich durch, aber halt jeden Freitag pro Woche 2 Stunden. Ja. Wie anstrengend ist es denn so oder worauf muss man denn achten? Also eigentlich ist es gar nicht so anstrengend, so einmal zu tanzen. Man muss halt auf Spannung achten und auf der Bühne ist halt auch immer ein bisschen warm, deswegen ist es dann halt manchmal ein bisschen anstrengend, aber eigentlich ist es nicht so sonderlich anstrengend, das geht eigentlich. Wie wird denn sowas überhaupt koordiniert? Also bringen die Mädels ihre Kostüme selbst mit? Also wir haben hier einen Fundus, da ist nicht während der Kampagne sind die Kostüme dort aufbewahrt und dann haben wir eine große Kostümanprobe, dann bekommt jedes Mädchen sein Kostüm ausgeteilt. Das behält es auch während der ganzen Kampagne, nimmt es auch mit nach Hause, wieder her. Wollt ihr denn auch mal eine Tollität werden? Ja, auf jeden Fall. Die nächste Jubiläumsprinzessin. Das wurde übrigens schon liebäugelt. Und wie sieht es mit euch beiden aus? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht, ne? Ja, wird schon, ja. Ja, ist ja schon was Schönes, ne? Die ganzen Geschenke und das alles, ne? Und die ganzen Auftritte mit dem Jürgen, ne? Ja, ist schon schön, ne? Was würdet ihr denn sagen, wenn auch mal Jungs kommen? Ja, also es kommt halt drauf an, ob die Jungs tanzen können. Ja, das ist da bräuchten die halt auch extra Kostüme, also weil Röcke, also Jungs mit Röcken ist eigentlich nicht so passend. Also ihr würdet es aber begrüßen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber die müssen dann schon anständig sein dann, ne? Ja, also gut tanzen dann schon. Ja. Der Zeitreisentanz ist ja ein Gemeinschaftsprojekt von allen drei Gruppen. Wie wurde dies überhaupt bewerkstelligt? Also wurde das getrennt geübt oder haben sich da wirklich 100 Mädels sich auf einem Haufen getroffen? Also die einzelnen Tänze hat man separat im Training jede Gruppe für sich geübt und der gemeinsame Part am Schluss hat man kurzfristig, spontan an einem Samstag geübt. Das sah schon lustig aus, doch. Also wirklich ganz tolle Arbeit, was ihr da leistet. Und deswegen würde ich mal sagen, weil es so schön war, schauen wir uns einfach nochmal den gesamten Tanz von den Junioren an. Das wollt ihr auch Jungs mal haben? Gerne. Warum nicht? Ja, gut, ich bin leider schon zu alt, aber egal. Warum soll man denn unbedingt zu den Bruchkatzen kommen? Weil es Spaß macht. Weil das Training auch immer Spaß macht und die Auftritte auch immer Spaß machen. Ja, es ist halt einfach schön. Da, ja. Das Training macht Spaß und die Auftritte machen Spaß. Also, ja. Und zum Schluss ein dreifach donnerndes Ra-Lau! 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 Ra-Lau!